Okay, nachdem nun der Prescaler eingebaut ist, die Funktion des Zählers gewährleistet ist, werden wir nun die Performance überprüfen. Die Option 30 gemäß dem Original sollte bei 100 MHz bis 2,7 GHz minus 27 dBm als minimale Eingangslevel garantieren, und das werden wir hier auch überprüfen. Wir werden also mal 100 MHz einstellen. Das ist jetzt geschehen, und ich habe versucht, diese minus 27 einzustellen. Ja, geht natürlich, aber das Verrückte ist, das Ding geht viel, viel besser. Also, wenn ich jetzt 27, Moment, schauen, ob ich da genau die 27 treffen kann. Ja, doch, sollte geübt. Ja, 26, 98, also 27, minus 27 dB, überhaupt kein Problem. Und das Verrückte daran ist, man kann noch viel weiter nach unten gehen. Ich gehe jetzt auf minus 36, ich will schauen, dass eine gerade Zahl hier raus, minus 36, minus noch mehr, 37, 39, minus 40 dB, und geht immer noch, jetzt ist, ja, okay, 41, 42, es ist verrückt. Hier ist fertig. Also, nochmal. Es ist ganz fantastisch. Das Ding funktioniert bis zu minus, ja, fast 45, sagen wir mal hier. Ja, minus 45 dB und funktioniert immer noch. Dies bei 100 MHz. Jetzt schauen wir mal, wie das ist, wenn man die Frequenz erhöht. 100 ist ja die unterste Grenze. Also gehen wir mal nach oben, zum Beispiel auf 500. Geht immer noch, also auch bei 500 MHz haben wir immer noch minus 45 dB, die da hervorragend funktionieren. Vielleicht, ja, die letzte Stelle, aber also ich kann ja auch noch auf 35 gehen, damit das noch ein bisschen, also 40 dB, irgend sowas, dann ist es noch stabiler, aber also hervorragend. Minus 40 dB, dann vielleicht ja, machen wir einen großen Schritt. Gehen wir direkt auf 1 GHz. 1 GHz minus 40 dB funktioniert auch noch. Also, ich werde mal schauen, wie weit ich da nach unten gehen kann noch. Ja, hier geht es nicht mehr, aber das ist ja Wahnsinn. Also, minus 40, minus 45 dB und geht noch. Jetzt gehen wir noch höher auf 2 GHz, wir machen einen Riesenschritt. 2 GHz minus 43 und da passiert nichts. Also, dann muss ich den Level jetzt ein bisschen reduzieren, aber okay, also, hoppla, 2 Giga, 20, also nach Spezifikationen eben ist es minus 27 dB. Ich habe die 2 GHz, die funktionieren schon bereits. Ja, 30. Machen wir es ein bisschen langsamer, 30, 34, 35. Hier, jawohl, fertig. Also, immerhin. Also, sagen wir mal, wirklich solide, minus 35 dB. Minus 27 ist die Spezifikation, funktioniert hervorragend. Jetzt gehen wir auf die Grenze, die 27 noch liefern sollten, und das sind die 2,7 Giga. 2,7 GHz, das ist jetzt der Fall. Da sind die 34, gehen dann auch hier nicht mehr. Jetzt wollen wir mal schauen, den Level doch ein bisschen reduzieren. 2,7, jetzt haben wir es wieder. Ja, hier 30. Also sogar, mal schauen, ich kann sogar noch ein bisschen nach unten. Minus 31, soll ich noch, ja, vielleicht 32, nein, ja, geht nicht mehr, wird schon ein bisschen wackelig. Aber sagen wir mal, minus 30 dB ist die sichere Seite. Erfüllt also oder übertrifft die Spezifikation des Originals, das bis minus 27 dB geht. Und jetzt kommt wieder der Übergang, man weiß nicht so recht, sind es jetzt eben die 2,7 GHz, sind es minus 27 oder eben minus 21. Ich gehe jetzt einfach auf 2,8 GHz und dann sind wir da in der Mitte mal, 2,8 GHz. Und hier habe ich minus 29 dB, also
funktioniert immer noch gut, ja, ein bisschen wackelig. Okay, machen wir das richtig, nicht, dass wir da noch irgendwas falsch machen. Also minus 21 ist die Spezifikation des Originals. Ich bin jetzt hier bei minus 8, ja, 29 ist ein bisschen schwierig, aber minus 28 dB, also hervorragend. Auch das geht. Also dieses Teil von Silicon Valley übertrifft die Spezifikation. Jetzt gehen wir auf das Maximum, also die 3 GHz. Werden wir natürlich auch prüfen. 3 GHz, genau. Und hier haben wir dann auch wieder bei 28 geht nicht. Also da muss ich auch wieder ein bisschen zurückbuchstabieren. Schauen wir mal. Bei 24, ja gut. 25 nicht, aber 24 geht. Genau. Also 24 minus 24 geht. Minus 21 ist die Spezifikation des Originals. Also auch hier übertrifft dieser Prescaler von Silicon Valley die Spezifikationen zum Teil bei weitem, aber auf alle Fälle mindestens übertrifft er in allen Bereichen von 100 MHz bis 3 GHz die Spezifikation des Originals. Das wär's schon. Und ich werde jetzt noch kurz anhängen. Ich werde mal noch ein bisschen höher gehen in der Frequenz, schauen, wo die Frequenzgrenze dieses Prescalers ist. Dann wollen wir mal schauen, was da herauskommt. Den Oszillator, den ich da eingeschlauft habe, ist nicht enorm präzise, aber man kann doch schauen, wie sich diese Frequenz bewegt. Ich werde mal sukzessive ein bisschen nach oben gehen und schauen, was da herauskommt. Scheinbar hier, ja, Moment. So. Mal schauen, jetzt gehen wir da langsam nach oben. 3, dann 2, 3, ja, ein bisschen schneller. 3,1, 3,1 Giga. Sorgfältig nach oben. 3, 2, 3, ja, geht doch. 3, 4, noch mehr, geht da noch mehr. 3, 5, nein, jetzt geht es nicht mehr. Also, die Grenze hier, man sieht es sehr schön. 3, ja, gut. Sagen wir mal 3,4 Giga, 3,42, 3,45, hier ungefähr 3,44 GHz. Also auch hier wird die Spezifikation leicht, ja immerhin, um 400 MHz übertroffen. Auch hier ein exzellentes Resultat dieses Prescalers. Das ist der Abschluss der kleinen Serie über den Agilent 53131A. Und besten Dank für das Schauen dieser diversen Videos und bis gleich.